yeah, baby. What is this? It's a thing. You said you wanted work. This is work. Uh-huh. And who's the guy? You'll see. Yes? Hi. Oh. Hello. We're looking for Mr. Madrazo. Patricia, for fuck's sake, just let him in. Right this way, gentlemen. Patricia, get us something to drink, would you? Quickly! Hey, good to see you again, Michael. Likewise. It's my friend Trevor. Sit down. Sit. So what did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor. The truth. Martin is a terrifying psychopath who tried to kill me. Exactly. But some people, they no longer fear me as much as they used to, people who wear clothes to me. My cousin, you married Michael. Well, apparently, he's thinking about testifying against me. So I have him killed. I'm going to. By you. Our debt was settled. This is a favor. For a friend. But does friendship mean nothing these days? Hello? What's the deal? This is him. Javier. He's flying off to Liberty City this afternoon. And he's taking some files of mine. Innocent files that, I need back. There's a gun set up in the hills. I have a man watching at the airport. We'll let you know, and when he flies by, shoot him down and get the files back. A man, what's a pay? Huh? Trevor, come on. You still want the drink? Not now! Pendeja! ¿Que no ves que estoy hablando con las gentes aquí? All right. You grab a vehicle, something versatile. I'll handle the gun. All right! Ach ja, der gute Trevor. Da brauchst du jetzt einfach weg. Hey, find ich let's stay in touch on the headsets. Oh Gott, mit dem Auto, ja, lol, da seht ihr die riesen Pipeline da oben. Wobei, ich habe gerade beschlossen, mir dem sein Auto zugunsten zu machen. Yo, Typ! Ich work jetzt ein bisschen für dich, dann kann ich auch dein Auto haben. Lol. Das war ein bisschen sehr leicht, wenn ich ehrlich bin. Das Auto ist jetzt nicht gerade das hübscheste, Alter. 3,5 Kilometer müssen wir fahren. Okay. Okay, Bus, wie du willst. Jetzt sagen wir Raiden über die Bezahlung. Ach ja, der gute Martin Madarazzi. Yeah, okay. Well, I ain't at the observatory yet. Start heading that way. By the way, I know why you took me there, to that guy's house. Understood. Understood what? That he's a terrifying psycho and that you might have that in common? What is it? We gotta work for him. We don't gotta work for anyone, but I read you, man, loud and clear. What are you talking about? All that Aztec stuff. Those weird little artifacts. What? The little fertility statues, whatever. The guy has trouble getting it up. We'll clear $2-3 million on those, easy. Perverts will pay anything for hope. We weren't casing the joint. We didn't agree to a fee for this job, so what's it all about? Okay, the guy lives well. That don't mean we're robbing him, but it does mean he's got money to pay people who help him. When the time comes, he'll do the right thing. If he don't, please. Let me handle it. You don't get a wife like that without being rich and an asshole, right? The fuck? Oh Gott. Trevor und seine Anspielungen. Ja, überholen wir jetzt einfach. Ah, immer wenn ich lese, muss ich ein bisschen langsamer fahren. Klar, so hammerkeile... hammerkeiles. Okay. So hammergeiles Englisch benutzen die jetzt auch wieder nicht. Ich will trotzdem verfolgen, falls ich irgendwas verpassen sollte. Wenn ihr genau mitlest, fällt euch auf, dass die Übersetzung immer nur trivial gleich ist. Also so nicht wirklich, ne? Es ist schon so in etwa eine Übersetzung, von dem nur leicht verharmlost war.
finde ich zumindest, leicht fahren, Leute. Wir sind schon da. Die 3,5 Kilometer waren ja nix. Wobei ein Kilometer ist auch nicht so sonderlich viel im Auto. Oh, wunderschön dagegen geklatscht. Ich habe gedacht, ich muss jetzt da hoch. Nope. Ich muss jetzt hier links. Da hätte ich stoppen sollen. Nö. So ein Quatsch. Ah, ist das schön. Ist das schön. Das Leben kann so fröhlich sein. Ach, ist das nicht geil. Fast so geil, wie abgehört zu werden, wa? Telefon und so. Anspielung, Hust, Hust. Wir sind hier ein Transporter. Ach, da. Ach ja, die Amis, die überwachen doch alles und jeden. Hust, Hust. Und da dachte Angela Merkel wirklich, die wird nicht überwacht. Ja, darauf wollte ich anspielen. Irgendwie habe ich gedacht. Ah. T, if you could see this gun, it might convince you Martin Madrazo ain't someone to be messing with. The fancier the gun, the bigger the pussy who owns it. Now take down the jet. Schieß auf den Motor des Flugzeugs. Ja klar, kein Thema. I got her. Southwest of the city. Gotta shoot in front to compensate for the speed of the jet. One shot, ich bin der Beste. Ah shit. What the fuck? Komm schon! Yes! Alter! Nein! Auf einmal war das weg! Auf einmal war das weg! Erneut versuchen, na klar, erneut versuchen! What the fuck? Das erste Mal treffen war leicht, das zweite Mal treffen ging und das dritte Mal treffen war fast unmöglich. Hammergeil. Und wir müssen schneller treffen. There it is. Out past downtown. The jet's moving. Gotta give a lead. Bumm, zack, der erste Treffer hat direkt gelandet, während Michael noch gequasselt hat. Zweiter Treffer. Give me a second. Und getroffen. Schön. First strike. What the fuck? Der Flugzeug hinterherfahren. Klare Sache. Alter! BAM! Ich bin tot! Alter! Oh fuck, it's raining! Outside! It's raining, idiots! Hallelujah! It's raining, idiots! Woo! Okay, okay. Aber wird bestimmt voll lustig, dem hinterher zu driven. Ja, ja. Woo! Scheiße! What the fuck?
Alter, wir sind so schnell. Ja, Totalausfall ist das ja auch. Alter! Komm, kratz genau hier drüber ab. Oh ja, komm, komm runter. Ich schlage dich. Das hat eh bei GTA am meisten Spaß, mal zu abstürzen, die Flugzeuge. Oh, da wäre bestimmt lustig, hör auf zu kämpfen. Sturz ab. Oh, du Arschkrampe, da wird bestimmt lustig. Oh, fuck. LOL. Wuhuhu. Das war lustig. Ich krieg dich! Guck du aufs Flugzeug! Wie ist der Status, Gott? Oh ja. Na? Hallo? Danke für die Akten, Jungs. Take him to Madrezo and explain the human cost of this errand. Oh, take it easy, man. Listen to me. We'll talk about that later. I want you to just drop off the files. I gotta get rid of this rifle, then we'll talk. Okay, wir haben das Köfferchen. Oh, Teleport. Schade, ich hab gedacht, wir müssen ihn spielen. Nein, wir gucken dazu, wie er es rausschmuddert. Jetzt müssen wir das Fahrzeug wegballern, wa? Sagen wir, das ist jetzt nicht gerade das auffälligste Problem. Wir haben wieder Kontrollpunkt an der Stelle wieder versagt. Nein! Das Auto sollte man verschrotten. Ja, hab ich vor, hab ich vor. Ja, ich will doch das Gebiet verlassen. Junge, Junge, Junge. Ich versuche zu driven. Ganz geschmeidig. Und jetzt... kommt der Transporter off of position. Ja, oder so. Benzin. Bye bye. Das soll es gewesen sein. Sollte. Oh, ich bin so eine Pfeife.
Ah! So. Mann. Besser. Jetzt bräuchten wir ein Auto. Apropos, wenn man vom Teufel spricht, dann kommt... What the fuck? Taxi, 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 Taxi. Ah, egal, hier. What? There's been a change of plans. You don't need to come to the ranch. Meet me at Stoner Cement Works, a little up Sonora Road from there. What are you doing, Trevor? Nothing you wouldn't do. Trevor! Trevor! Ah. Wir wissen genau, was der macht. Somehow I don't believe that. Zu Recht glaubst du das nicht. Wir wissen genau, was der plant. Der will ihn jetzt erpressen. Das wird bestimmt lustig. Wenn er sich so eine kreisgeile Waffe leisten kann, dann macht der Typ uns voll kaputt. Macht er uns richtig kaputt. Oh, scheiße, ich hab nicht hingeguckt. Ich hatte kurz einen Blick geworfen auf meine Aufnahmelänge und dann boom, zack, Splash, hat's mich voll eliminiert. Oh ja, so läuft das Spielchen, ihr kennt das. Boom, boom. Oh yes, Baby, so mag ich das. Scharfe Kurven hier, schnelle Autos da. Tralalala. Oh, der war schlecht. Der war schlecht. Oh fuck, ich hab dazu nicht gewusst, dass ein kleines Stück Holz so unglaublich stabil ist gegen ein Auto. Es hat uns gelähmt. Es hat Stachelspore eingesetzt, ja, Stachelspore. Woo! So kriegt wenigstens hier der gute Michael mal ein bisschen Autofahrkünste beigebracht durch die ganzen Kilometerfahrten. Oh, ich glaube, da gehen die Leute gerade wandern. Oh, da hat wenigstens schön viel Speed drauf. Oh, Traktor, oh süß, und Traktor weg. Kurve, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir müssen nicht bremsen, bremsen ist was für Weicheier. Nur Lappenbremsen aus. Seht ihr, wir driften. Und fahren dann voll in ein Auto rein. So macht man das. Funktioniert das nicht noch? Nö, das hat sich gerade verabschiedet. Trevor Phillips. Macht bestimmt jetzt irgendeine Scheiße hier. Hier oben. Ey, war das nicht? Nee. War das nicht. Aber auf jeden Fall, ja. Und? Where is he? The fuck has happened? Why do you have his car? Man, that piece of turd, huh? No wonder people are stabbing him in the back. What happened? Cheap bastard. You know, I really don't know why you mess around with people like that, Mike. I mean, really, I don't. Answer a fucking question. I asked for a fair day's pay after a fair day's work. Then he kind of got a little angry. So I admit, I kind of got a little angry. Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh no! Oh shit! The fuck did you do? Oh, I just told you what I just did. Now, oh, shit. Unfortunately, I think that we're gonna have to lay low for a little while, you know, we discuss things with Martin. Oh, you think? Why don't you hop in the back? All right, now, Patricia, she already called shotgun. Now I know a nice little place we can hang out, you know, it's a very relaxing little spot. A little getaway, if you will, a cabin in the woods. You know what I'm saying. Oh,
What the fuck? Vollgas, ja. 1, 2, 3. Ah, und wir werden wahrscheinlich jetzt auf Franklin springen. Ja. War klar, wir können ja nicht mehr mit den beiden spielen. Die tauchen doch jetzt unter. Diese Honks. Heilige Scheiße. Ein guter Tageslohn. Ja, wir gehen mit unserem Hund spazieren. Michael und Trevor sind auf dem Land untergetaucht. Wechsel nicht möglich, ja, habe ich mir gedacht. Das heißt, wir spielen jetzt ein bisschen mit Franklin rum, machen ein paar Missionen. Das ist übrigens, wenn ich mich... Ich weiß nicht, ob die inzwischen das schon hingekriegt haben, die App für Apple. Also das ist ja hier eine Apple-App. Eine Apple-App. Ich bin ja so lustig heute. Ob die das inzwischen hinbekommen haben. Weil vorher war das so... Ich nehme mal die Markierung weg. Wie ist das eigentlich? Ich will mit dem hier ein bisschen spazieren gehen und der ist hier irgendwo... Alter, wo geht der hin? What the fuck? Warum glaube ich, dass wir den gar nicht hinterher gehen müssten? Aber es ist schon ein bisschen crazy shit, wa? Was für ein Auto bist du denn hergefahren? Oh, 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 es ist der Audi, es ist der Audi, es ist der Audi. Und er ist wieder ganz. Nice. Nice. So, ich habe eine Idee, was wir jetzt machen. Und zwar fahren wir mal so ein Seerennen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Bevor wir das machen, machen wir mal eine Runde schnell speichern. Boah, Leute, ihr könnt euch gar nicht... Boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich auf Destiny freue. Boah, dann werde ich Let's Playen. Und wie ich das Let's Playen werde, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf gefasst machen. Activision Blizzard ist der Macher. Also der Publisher. Ich wollte da... Wie sagt man? Man soll nicht ausweichen, sondern voll draufhalten. Ich habe eine Mischung aus beidem ausprobiert. Hui. Okay, dann fahren wir jetzt so ein cooles Seerennen. Bin ich mal gespannt. Ist bestimmt spaßig. Und dann mal schauen. Ja, wie gesagt, Xbox One erstmal. Und die PS4 kommt dann ein Stück später. Natürlich ein bisschen schade ist, aber... Willst du machen? Renn! Diese Straße, ne? Die führt nur dazu, dass wir irgendwann mal... Übel sterben. Hey, da war was. Das ist gar nicht aufgeploppt. Das war gemein. Ich konnte nicht erahnen, dass da was vor mir aufploppt. So ein bisschen die Kamera switchen, damit ich ein bisschen hier ordentlich fahren kann. Oh, das wird richtig übel. Ja, das wird richtig übel. Und wie gesagt, dann werde ich erstmal mit der Xbox One vorlieben. Ich kann nicht reden. Ich werde mir... zufälliges Ereignis. Ach, das schon wieder. Jeden verkackten Tag steht der Teil hier und wir sind nicht wirklich... Wir brauchen es nicht. Unnötig. Kein Scheiß, ist echt unnötig für uns. Hat schon lange nicht mehr in GTA geregnet. Jetzt wird erstmal dieses Seerennen da hinten gemacht und dann schauen wir mal, was dann sonst noch so abgeht. Oh, Fernlicht mit einem Licht. Oh, oh, oh. Da komme ich zwischen. Wow, Respekt. Ohne diese Zeitlupenfähigkeit von dem hätten wir das niemals hinbekommen. Alter. Diese Laternen sind auch immer stabiler, wa? Wie kommen wir denn da runter? Ah, ich hab's. Ich hab's. Weg da. Ich muss da hin. Ach, bla, bla, bla. Wir müssen da runter. Die Google Maps hier hat uns nicht wirklich gezeigt, richtige Richtung. Bam. Oh, hier war ich schon mal. Bei GTA Online war ich hier schon mal. Ah, ich selber bin auch GTA Online-Spieler und ich habe die 500.000 noch nicht gekriegt. Liegt doch vielleicht daran, weil ich schon lange, lange nicht mehr online war. Bei GTA. Strike auf das Seahawk an der Startlinie. Ja, gerne.
und auf geht's. Woo! Nehmen wir das Grüne, das Gelbe oder das Weiße? Ah, scheiße. Wir können nur das Grüne nehmen. Ja, ihr habt ja bestimmt schon 1000 Jahre auf mich gewartet, ne Leute? Auf jeden Fall, so läuft das hier doch immer. Ich schwimme jetzt hier den ganzen Weg, bis auf, da, um auf das Seahawk zu kommen. Ah! Jetzt geht's los! Huh, wo kommen die ganzen anderen Fahrer her? Hauptsache wir nicht schwimmen Klamotten. So muss das. Oder wie die mich abhängen? Ja, in Kurven bin ich immer der Beste. Zieh dich. Blub. Hat's einen ins Wasser gehauen. Yes. Erster. Und wenn wir nicht rumbolzen, dann ist es das sogar. Yes. So, schaffen wir uns mal ein bisschen Platz hier. Sehr schön. So muss das laufen. So soll es sein, so kann es bleiben. Yeah. So soll es nicht passieren. What the fuck? Oh. Scheiße. Scheiße. Alter. Ich sag euch, nicht so leicht bei dem Wellengang. Ein bisschen Wellen kommen, sind wir direkt weg. Hauptsache in Jogginghose ganz geschmeidig mal hier das Rennen machen. Dann hier rein. Oh, ruhige Wellen. Nämlich gar keine. Hier ist das Wasser still. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ist das Wasser nicht mehr still. Den Vorsprung, den wir uns gerade erarbeitet haben, ist gerade wieder flöten gegangen. Komm. Gib Gas, dort Gas, Backflip, Backflip, Mittelfinger, Bam, habe ich es euch besorgt, erster Platz, Weltrekord des 1.26, ja klar, 1.26, wie soll das denn bitte gehen, der Jungen Drogen genommen oder was, kriegen wir dafür Geld, eigentlich,